Ich kann euch vielleicht helfen, wenn ihr mir erzählt, was ich wissen will. Ich weiß nicht viel über diese Gegend. Wisst ihr, ich suche nach meinem Gatten. Er verließ mich vor einer Woche und, oh, die auf den Straßen lauernden Gefahren. Und dann noch diese schreckliche Frau. Seitdem versuche ich ihn zu finden. Die Frau, die ihr erwähnt, war nicht zufällig eine Art Magierin? Oh, das weiß ich wirklich nicht. Mein Gatte ist verschwunden. Zuletzt wurde er irgendwo hier gesehen, in Begleitung einer Frau. Ich bin ihnen eine Weile gefolgt, aber die Wildnis wurde einfach zu gefährlich für mich. Fahr bitte fort und lass nichts aus. Sogar das unscheinbarste Detail könnte mir helfen, euren Gatten zu finden. Als ich einige der Ortsansässigen hier fragte, sagten sie mir, die Frau habe mehrere Männer fortgelockt, nicht nur meinen Gatten. Ich weiß nicht, was für ein Spiel sie spielt, aber es ist wieder natürlich. Sprecht weiter. Als ich diese Frau über Kröll ausfragte, passte die Beschreibung, die ich ihr gab, auf die geheimnisvolle Frau, die ihren Gatten entführt haben soll. Als ich mehr Informationen verlangte, floh sie. Taris, bitte fahrt fort. Das ist wirklich alles, was ich weiß. Irgendwo im Osten, vielleicht etwas jenseits der Mine. Ich vermisse Hager so sehr, aber ich weiß nicht, ob ich ihm je vergeben kann. Östlich der Mine, sagt ihr, und ihr wart nicht in der Lage, das Gebiet zu durchsuchen? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich habe wenig Geld und mein Gatte ist mit diesem Miststück durchgebrannt. Diese schreckliche Frauenzimmer hat mir meinen Hager weggenommen. Dorn, habt ihr irgendeine Idee, warum Kröll Anhänger um sich schaut? Nein. Kröll war eine fähige Nekromantin. Und sie war, wie soll ich sagen, hin und wieder nett zu mir. Aber sie ist keine Anführerin. Irgendetwas stimmt hier nicht. Möglicherweise geht hier mehr vor sich, als ihr erwartet habt. Ja, die Befragung. Taris hat uns die Richtung in ein Gebiet irgendwo östlich von Naschkev gewiesen. Ihr Gatte und andere sind unter den Bann der Magier in Kröll geraten. Dorn ist begierig, sie zu fassen. Ist das... Östlich wäre auch wieder die Richtung. Mhm. Gut. Die Stiefel kann ich ihm Berikost abgeben. Die kann mal sie mit sich rumtragen. Dann haben wir mehr Platz. Ja, den Fluch der Versteinerung bitte auch. Alles andere sieht soweit in Ordnung aus. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier unten in das Häuschen. Also in die Taverne, weil hier waren wir noch nicht drin. Den Ring habe ich verloren, ich habe aber noch das Familienamulett. Worum geht es? Aber ja, es ist praktisch. Ich habe jetzt ein zweites Mal leichte Wunden heilen. Das finde ich besser als Lebenspunkte zu entziehen. So, wen gibt es denn hier? Den Schankwirt, Volo und Aufpasser. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ihr da, ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Seht aus wie die Gruppe, die die Minen gestürmt hat. Jedenfalls passt ihr auf die Beschreibung, die mir mein Bruder Emerson gegeben hat. Und wenn schon... Wenn ihr es nicht seid, ist auch egal. Ich möchte mich nur bei jemandem bedanken. Euer Dank ist angekommen, obwohl eine Belohnung vielleicht aussagekräftiger wäre. Ihr habt vielleicht Nerven. Sicher habt ihr der Stadt geholfen, aber deswegen ist jetzt nicht alles eitel Sonnenschein. Morgen muss ich wieder zur Arbeit, aber das bringt auch nichts. Solange alle denken, das Amt dahinter steckt, kann Naschke im Moment jeden der Krieg ausbrechen. Kann in Naschke jeden Moment der Krieg ausbrechen. Versuch mal in so einer angespannten Situation gut zu schlafen. Okay. Hütet euch vor den Wäldern im besten Freund. Denn es geht die Rede von Ogern und Wahnsinnigen. Wie sieht's aus? Möchtet ihr was trinken? Ja. Zur Feier des Tages gibt's mal...
Met und noch mehr Met und noch mehr Met. Wenn die Förderung aus der Mine noch weiter sinken, enden wir alle im Armenhaus. Mhm. Und da ist Volo. Ah ja, die Rechnung. Nach dem nächsten Bier, junge Frau, zahle ich ganz bestimmt. Ich bin keine junge Frau. Seid gegrüßt. Ich sehe es euch gleich an, dass ihr hier nicht zu Hause, sondern auf Reisen seid, wie ich. Setzt euch ein Weilchen zu mir, genießt mit mir die Stimmung und lasst uns Geschichten aus fernen und fernscheinenden Landen austauschen. Ich bin durch ganz Verum gereist, doch nach der Gastfreundschaft eines einfachen ländlichen Festes habe ich bislang vergebens gesucht. Es ist eine Schande, wie jedes Freudenfest durch die Ereignisse der jüngsten Zeit getrübt ist. Auch wenn man gute Miene zum bösen Spiel macht, ihr blickt verwundert rein. So wisst ihr am Ende nichts von den Schwierigkeiten, welche die liebenswürdige Eidenbewohnerschaft von Nashkel plagen. Wenn ihr eben erst angekommen seid, kann ich euch berichten, was ich weiß, sofern ihr mir euer Ohr schenken wollt. Und auch ein Bier dazu gibt. Wollt ihr von denen dem hören, was in der Mine vorgefallen ist, oder bevorzugt ihr die tragische Geschichte des Hauptmanns der Garde? Ich interessiere mich für die Mine, erzählt mir, was ihr darüber wisst. Es heißt, dass überall entlang der Schwertküste von den Wolkengipfeln bis nach Baldur's Tor ein Erzmangel herrscht, der den ansässigen Handel fest zum Erliegen bringt. Räuber, angeblich sowohl Menschen als auch Halbmenschen, überfallen Karawanen und selbst das Erz, das seinen Bestimmungsort erreicht, wird nach den Schmelzvorgang auf unerklärliche Weise durch eine seltsame, das Eisen schwächende Seuche spröde und nutzlos. Als ob das nicht schon genug Grund zur Sorge wäre, ist auch noch die Produktion in der Mine außerhalb von Nashkel gesunken. Wobei die deutlich geringere Produktionsmengen der Unruhe unter den Arbeitern zugeschrieben wird. Das mysteriöse Verschwinden einiger Minenarbeiter hat die ganze Gegend in Aufregung versetzt, sodass die Situation, durch die das nächste Vorkommen ist, völlig aus dem Gleichgewicht geraten könnte. Könnt ihr mir noch mehr erzählen? Ich interessiere mich auch für die Geschichte vom Hauptmann der Garde. Lass mich zunächst austrinken, dann können wir uns die frühen Morgenstunden mit unseren Erzählungen vertreiben. Okay. Schon überraschend, was man auf einem Bauernkirmes alles lernen kann, ne? Seid mir abermals gegrüßt, mein neugieriger Freund. Ich hoffe, das Lokalkolorit findet euren Zuspruch. Wollt ihr noch mehr über meine Reisen erfahren? Ja, die Geschichte des Hauptmanns interessiert uns. Hauptmann Brage von der Garde von Am ist seit einiger Zeit verschwunden, nachdem sich sein Verhalten seltsam verändert hat. Früher war er ein redlicher Familienvater, doch plötzlich fing er ein sinnloses Gemetzel an, das einen Wutausfall in einem Wutausfall ausartete, wie man ihn noch nie gesehen hat. Seine Soldaten konnten sich an nichts Außergewöhnliches erinnern, dass er diese Veränderung hervorgerufen haben könnte. Jedoch scheint ein bestimmter Gegenstand eine Rolle zu spielen. Wenn die Eisenknappheit nicht aufgetreten wäre, wäre es wahrscheinlich keinem aufgefallen. Bevor der Hauptmann durchdrehte, beschaffte er sich ein neues Schwert. Ob diese Information von Bedeutung ist, kann ich mit Bestimmtheit nicht sagen. Eine interessante Geschichte, das muss ich sagen. Danke wohl und viel Glück auf euren Reisen. Und euch auch. Ich bin ziemlich sicher, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Worum geht es diesmal? Ja, Tagebucheinträge. Neuer Tagebucheintrag, die Geschichte von Hauptmann Brage. Wo ist die jetzt? Achso, das wurde hier. Niemand in Nashkel kann sich erklären, was mit Hauptmann Brage geschehen ist. Hm. Egal, okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum, wie ihr wünscht. Könnt ihr euch mal entkeilen da bitte? Danke. Also, dann gehen wir jetzt mal weiter auf den Marktplatz. Und jetzt können wir uns den in Ruhe ansehen.
Ja? Ihr braucht nur zu fragen. So, das hier ist der Marktplatz. Also besser gesagt, das hier ist was nochmal? Ach, der Jahrmarkt, genau. Nicht der Marktplatz, der Jahrmarkt. Meine Muse soll nicht zu euresgleichen sprechen. Wie? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und da lag sie bleich und blutleer neben mir. Wehe den Elfen, sage ich, wehe all denen, die aus dem Lichte traten. Denn was Feratus liebste, die einst wunderschön war, ist gestorben. Oh, sie ist gestorben. Zwischen vollen Schatztruhen und leeren Särgen, da kam die furchterregende Teufelsfledermaus. Rotes Blut, rote Augen und rotes Haar, aber nichts roter als zwei scharfe Zähne, die dort glänzten. Damit endet Gelenes letztes und beliebtestes Werk Nosferatu. Genießt den Rest des Jahrmarktes, ihr Damen und Herren. Ich habe seit Jahren keinen schöneren erlebt. Hi, Gazib. Hallo, kommt her und willkommen. Ihr seid in der großen Gazib-Show gelandet. Mit eurem einzigen wahren großen Gazib. Lasst mich euch den erstaunlichen Opa vorstellen, den einzigen explodierenden Ogre der Welt. Der erstaunliche Opa stirbt. Ich bin stets bereit, andere zu unterhalten. Spaß für die ganze Mama Mia, also probieren wir diese beliebte Nummer nochmal. Ich bin stets bereit, andere zu unterhalten. Ihr seid entweder ein treuer Anhänger oder ein Sadist, mein Freund. Nein, Opa, nur noch ein letztes Mal, dann kannst du wieder ins Zelt. Opa, leg die Waffe weg. Opa, ah. Wie ihr wünscht. So, das war Opa. Aha. Schön. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Hat sich ausgeopert. Das ist, glaube ich, ein Glücksspielzelt, oder? Ihr braucht nur zu fragen. Ah, ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Eine Entdeckungsreise auf der Suche nach Wundern und Wunderlichkeiten. Nun, auf das eine wie auf das andere bin ich gestoßen. Unglücklicherweise habe ich den dreifachen Preis für meinen Eisenwaren bezahlt. Und nichts davon ist verkäuflich. Vielleicht zeigt ja die Garde mehr Interesse, wenn die alten Schwerter abgenutzt sind und die neuen wie ein Zweiglein im Herbst in zwei brechen. Wie dem auch sei, ihr seid zum Kaufen hergekommen und ich habe etwas ganz Besonderes für euch. Diesen Tränken hier aus Renten landen wohl Zauberkräfte inne. Ein Schluck von violetten Elixier und ihr könnt es an Stärke selbst mit Titanen aufnehmen. Trinken vom roten von der roten Mixtion und eure Gedanken werden von unendlicher Klarheit sein. Eure Weisheit der des Elminster gleich. Als Entschuldigung dafür, dass ihr hier nicht das erwartete reichhaltige Angebot vorfindet, solltet ihr sie besonders günstig zum Preis von nur 50 Goldmünzen das Stück erhalten. Kostet nur so leicht davon. Wenn die versprochene Wirkung ausbleibt, bekommt ihr das Geld aus der auf der Stelle wieder. Wollt ihr euch des violetten Trankes annehmen? Tränken? Ich habe eigentlich kein Interesse daran. Mein Geld reicht gerade mal für einen Trank. Wenn die Wirkung wirklich stimmt, dann will ich ihn haben. Ich nehme an, dass ihr euch bereits um viel stärker fühlt, ja? Ihr spürt kaum mehr die Last auf euren Schultern. Wollt ihr mir zum Zeichen der Zufriedenheit auch den roten Trank abnehmen? Ja, von mir aus. Eure Augen weiten sich, sie erstrahlen vom Lichte der Weisheit. Geht nur eures Weges. Ich will mich der Gewissheit erfreuen, euch bei euren zukünftigen großen Taten behilflich gewesen zu sein. Diese Genugtuung wird mir über das erlittene Verlustgeschäft hinwegverhelfen. Hinaus jetzt, ihr alle. Ihr habt mich um den letzten Heller gebracht. Ich kann mir heute keine guten Taten mehr leisten. Ich habe schon einige Wunder gesehen, doch das Beste hebe ich für euch. Kein Geld zurück bei einmal gekaufter Ware, tut mir leid. Ich habe schon einige Wunder gesehen, doch das Beste hebe ich für euch. Heute traf ich auf einen seltsamen und überaus großzügigen Händler. Er war sehr darauf bedächtig, mir zu helfen. Außerdem erwähnte er, dass er ein Problem mit seinen Eisenwaren habe, die ziemlich spröde seien. Ja, und ich habe den roten und den violetten Trank gekriegt.
die zwar genau das machen, was er behauptet, aber gleichzeitig machen sie einen schwach und dumm. Mal gucken, für wie viel ich die verkaufen kann. So. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum ihr braucht nur zu fragen. Nett dich kennenzulernen, Freund.